Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter. Ich bin hier immer noch in Huttenau und mache immer noch den Berg der Flamme, die neue Kampagne. Ich bin in der neuen Woche, habe 0 von 100, schon den dritten Meilenstein erreicht und arbeite jetzt am vierten. Aber auch nur, weil ich das Vorsprungspaket habe. Ich habe jede Menge neue Missionen, die ich abgeben kann. Die habe ich alle angearbeitet. Danke, dass ihr diese Samen neu angepflanzt habt. Es ist nicht leicht, sie in dieser unwirtlichen Umgebung am Leben zu halten. Doch aller Anfang ist schwer. Tut mir leid. Die Waldläufer der Smaragd-Enklave haben berichtet, dass ihr ihnen geholfen habt. Aus den tiefsten Wurzeln meines Baums. Ich danke euch. Okay, zwei neue. Kämmer schon. Die Lava, Aussichtspunkte. Die von Mount Huttenau herabfließt, ähnelt in gewisser Hinsicht einer lebendigen Kreatur, die alles auf ihrem Weg verschlingt. Während die Lavaströme an einigen Stellen zur Ruhe gekommen sind, kann ich fühlen, wie die Erde sich unter meinen Wurzeln mit einer bösen Vorahnung windet. Sollten die Lavaströme sich ändern, könnte das Ende für die gutwilligen Serbien bedeuten, die mir geholfen haben zu überleben. Und hier ist würdet wieder ein Ausrufungszeichen. Blickt nicht zu tief in meine Augen. Lasst uns eine weitere Seite in eurer Chronik füllen. Das kenne ich auch schon. Eine heldenhafte Reise in die feurigen Tiefen. Da kann ich was abgeben. Ich habe zurzeit nichts für euch zu tun. Gute Arbeit! Gommeth wird in seiner brennenden Wut nun sicher euren Namen verfluchen. Wir werden unsere Augen nach weiteren Sammelpunkten offen halten. Bis dahin solltet ihr euch nach anderen Wegen umsehen, wie ihr hier helfen könnt. Und noch was abgeben? Speer haben mir berichtet, dass wir es nun mit wesentlich weniger flammenden Feinden zu tun haben. Ich danke euch dafür. Okay, nichts Neues. So, und da kann ich nochmal was abgeben. Wir müssen Gommoth und seine Verbündeten aufhalten, oder all unsere Taten waren umsonst. Damals, am Anfang der Zeit, hat General Ignazar den Primordialen in ihrem Kampf gegen die Götter gedient. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich sein Ende miterleben und die Hand der Person, die es ihm bereitet hat, schütteln würde. Es kommt nur selten vor, dass ein Historiker vor Ort ist, wenn Geschichte geschrieben wird. Ich danke euch für diese Gelegenheit. Jo, und wenn man einmal durch den Dungeon durch ist... Ah, ihr seid aus dem Hort des Drachen zurück. Und ihr seid mit heiler Haut davongekommen? Wie wundervoll. Ich gehe davon aus, dass ihr das Hex Locus ebenfalls unschädlich gemacht habt. Damit habt ihr unserer Expedition einen großen Dienst erwiesen. Es ist zwar nicht viel, doch ich konnte diese Belohnung für euch auftreiben. Bitte seht darin ein Zeichen unserer Wertschätzung für euren Einsatz im Kampf gegen die Ashmadai und das Hex Locus. 20 Silber dafür, dass man durch den Dungeon durch ist. Das Wissen, das ihr zuvor bei den brennenden Ruinen beschafft habt, hat uns nicht nur viel über Gammaths Pläne, sondern auch mehr über die Delsun verraten, die hier vor langer Zeit gelebt haben. Die Information... Den Delsun-Zwergen von damals wurde ein ähnliches Schicksal zuteil, wie es auch uns blüht. In den Ruinen haben wir die Überreste von Delsun entdeckt, die ein vorzeitiges Ende gefunden haben und deren Geister nicht in Frieden ruhen können. Würdet ihr diese sterblichen Überreste begraben, um den Geistern Frieden zu spenden? Alles klar, neue Mission. So, noch wer ohne Fahrschein? Wo sind wir denn da? Ah, wir haben schon fast alles fertig. 87 von 100, das geht schnell. Jede Menge kleine Ausrufungszeichen hier. Dann machen wir mal alles vorrangig, damit ich mich nicht verlaufe. So, da sind die Geschichten und da muss ich den Samen sammeln. Ja, easy peasy. Den Weg kenne ich jetzt auch schon. Hier ums Eck, den schmalen Pfad rüber. Und dann nach links runter. So ganz allmählich kenne ich mich im ersten Gebiet zumindest aus. Aber das wird noch besser. Samen. Ha. Ich weiß jetzt auch schon, wo die Bäume hier sind. Nee, der Samen ist glaube ich oben. Genau. Hep. Ja, geht. Okay.
Und jetzt weiter hoch zu den anderen Bäumen. Der Samen ist oben rum. Da so. Da ist ein Baum, die kämpfen gerade. Jetzt. Okay. Samen aufheben, schon fertig. Jetzt soll ich in die Lava gucken. Muss ja gestehen, ich mag diese kurzen Videos, die so wirklich in-game entstehen. Ist jetzt nicht viel zu sehen außer Lava, aber ist irgendwie schon nicht so schlecht. Ich find's ganz cool. Entspannt. Wow. So, nächsten Lavastrom beobachten. Ist eigentlich derselbige, nur von einer anderen Stelle aus. So, nicht angreifen. So, hier rüber. Und ganz an die Kante. Ja, auch schick. Fließt alles noch, würde ich sagen. Hoppata, nicht, bin ich da, ihr seht mich nicht. Nicht angreifen, nein, nein, bin nicht da. Boah, warum ist da rot? Ja, gehabt. Ja, komm, ihr dreht euch sowieso gleich um, wenn ich da rumhüpfe und dann kann ich wieder nichts anklicken, deswegen weg mit euch, so. Und da oben ist er. Das ist cool. Okay, haben wir auch fertig. Jetzt, da sind noch blaue Bereiche. Jetzt werden wir gucken. Geschichten und Totenehren. Ja, alles klar. Dann hier runter. Leuchtefahrt ist gesetzt, sonst verlaufe ich mich hier wieder. Ich weich mal aus. Die sind ja auch mal ein bisschen blind. Wenn man schon einen Meter vorbeifliegt, dann sehen die ja nicht, aber... hier ist ein blauer Bereich. Da so vielleicht. Einer der Geister. Soll ich beerdigen? Tschüss. Fertig. Jawohl. Alles gut? Wurzel noch? Nein, ist weg. Okay. Ja, du weg, du weg, du weg. Na, kann ich das da anklicken, ohne dass die anderen mich angreifen? Aber jetzt auch noch ein blauer Bereich. Wo? Jetzt haben sie mich sowieso angegriffen. Geht mir eben weg, ich muss mich hier mal eben umgucken. Halt, da war was. Jawohl. Okay. Gut, dass die direkt nebeneinander sind, diese blauen und die... Oh, da ist noch einer. Der hat kein gelbes Rechteck. Da muss ich so hin. Da war ich doch eigentlich schon, oder? Nee. Da war ich noch nicht. Aber der steht da. Gut, sehr gut. Und Friede sei mit dir. Fertig. Sehr gut. Jetzt nur noch die Rechtecke, Quadrate, irgendwas. Wieder irgendwelche Tafeln abschreiben, abrubbeln, durchpausen. Ja. Ach da, mal mitten in dem Gesocks da. Und der Große steht auch noch da, das ist schlecht. Hier dreht sich noch nicht um, ist es gut? Ja, klar, dass die... Oh, natürlich. Natürlich.
Nein, den großen will ich nicht triggern. Ja, oh, ja. Ah, er dreht sich um. Ah, ah, ich will hier weg. Ich will hier weg. Ja, nimm den. Da wollte ich da eigentlich vorhin auch hin, oder? Ah. Da bin ich dann vorbeigeflogen. Oh. Ja, da unten, genau. Oh. Ja, sehr gut. So, und den dann noch. Hier abbiegen. Nein, du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Da runter. Und ja, toll. Das ist natürlich eine heldenhafte gerade. Dann machen wir die auch. Wenn wir hier schon mal sind, da hinten, das muss ich anklicken. Die Gegner laufen jetzt erstmal von ihrem Spawnpunkt aus. Da. Direkt an der Brücke zu mir. Und erst hier kann ich sie bekämpfen. Passt also. Und. Wow. Und du fällst auch um. Und rote Fläche. Und die nächsten kommen. Jawoll, woll, 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 woll und weg. Und noch eine Gruppe. Und wenn ich die Zahl oben angucke, 14 von 18, dann noch eine Gruppe. Ich bin noch ganz alleine hier, mir hilft hier keiner. Naja, sie fallen auf. Zack, 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 weg da, weg da, weg da. Ja. Okay, Chefe kommt. Da brauche ich alleine wahrscheinlich ein bisschen länger. Uah, rote Fläche. Uah. Und tack, 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 tack. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, rote Fläche. Und wow, rote Fläche ausweichen. Mal drauf. Roten Flächen ausweichen. Einmal drauf. Drauf, 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 drauf. Ah, jetzt kommt einer und stoppt mal ab. Okay. Soll er. Oh ja. So, heldenhaft auch erledigt, aber ich wollte eigentlich den da machen. Da lang ums Eck. Ach, ich weiß, den ich so lange gesucht habe beim letzten Mal. Da weiß ich jetzt, wo er ist, weil ich ihn stundenlang gesucht habe. Andere Seite, da. Boah, nicht so weit. Gravur kopieren. Fertig. Cool. Okay, Schattenfeuerhöhlen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das kann man auch ein andermal machen, das kennt ihr auch schon. Sehr gut. Sind wir wieder da. Geben nochmal eben kurz ab. Eines Tages. Die Baumverbundenen sind euch abermals zu Dank verpflichtet. Ihr habt uns eine Zukunft gesichert. Tut mir leid. Alles klar. Ich freue mich über eure sichere Rückkehr und bin erleichtert, dass sich die Lavaströme nicht verschieben. Ich danke euch vielmals. Jo, und zwei neue. Der reiche Lehm der Flammenschützen hat sich für kennen den wir schon. Diese Bitte wir schon. Euch vielleicht merken. Es wird hier rein. Ich will sie aber dennoch stellen. Überall im verkohlten Wald liegen Äste, die die großen Wir sind bei 99 von 100. Ein Punkt fehlt. Könnten sie als Nahrung für Zukunft... Wir müssen Gomoth und seine Verbündeten aufhalten. Oder all unsere Taten waren umsonst. Alles umsonst, ja. Hervorragend.
Dies wird mir bei meiner Forschung über die Geschichte der Delsun von großem Nutzen sein. Ich danke euch. Ja? So, die brauche ich nicht mehr abgeben, weil ich habe meine 100 jetzt voll. Kann mir den nächsten Meilenstein abholen. 50 Gefährtenaufwertungsmarken, das ist okay. Und ich kann, das sind doch die Segen hier, mir einen Segen abholen. Jui. Das dauert immer. Klack, da ist er. Ein Segenspunkt. Juhu. Fertig. Segenspunkt. So, jetzt habe ich den Meilenstein erreicht. Ist irgendwas Neues? Leuchtet irgendwo wieder ein Ausrufungszeichen? Der hat nichts, der hat nichts. Halt, da ist was. War der vorher auch schon da? War der eben da? Ach, Feuerwacht. Kämmer auch schon. Ja, ja, das ist dieselbe Mission, General Ignazar. Alles klar. So, die leuchtet auch nicht neu. Es gibt keine neuen Missionen beim neuen Meilenstein. Na gut, okay, dann... Heißt das, ich habe schon vorgearbeitet und kann nächste Woche einfach wieder abgeben und muss dann den Rest noch machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.